Age of Empires, beziehungsweise geht's jetzt hauptsächlich... Kann ich nichts dazu sagen. Labert. Jetzt kannst du wirklich labern, also... Yeah. Yeah, ich kann auch noch Punkte kommen reden. Nein, Age of Empires, beziehungsweise allgemeine Aufbau-Rollenspiel, davon gibt's ja wirklich einige. Age of Empires, Empire Earth, Warcraft, und diverse Blue, Mods. Wie hießen das? Plutonium? Nein, Tiberium Wars. Oh nein. Command and Conquer. Oh, nein, 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 das ist dein, ja, komisches Magie-Rollen-Strategiespiel da. Populus, genau. Populus ist ein bisschen anders. Ja. Aber red erstmal über dein. Fangen wir mit Age of Empires an. Also, Age of Empires ist eigentlich immer relativ simpel. Du hast halt ein kleines Dorfzentrum, bildest dann ein paar Dorfbewohner aus, sammelst Ressourcen, baust damit nach und nach ein kleines Lager auf. Das Ganze in Echtzeit gegen andere Spieler oder Computer. Wobei man sagen muss, Age of Empires hatte eine ganz schön gemeine KI, weil die haben geschummelt. die hatten einfach mehr Ressourcen und konnten schneller bauen als du. Ja. Ja, dann und wurde es dann meistens in Minute 5 überrannt. Nee, auf jeden Fall baust du halt dann irgendwie dein kleines Lager aus mit Waldanlagen. Das ist ja so schlecht, das hat verloren. Hey, ich kann Age of Empires Gegner auf der schwersten Schwierigkeit platt machen. Immerhin. Es ist zwar schwer, aber es geht. Ja. Baust halt deine Wallanlagen, deine Kaserne, deinen Stall, deine Bogen und so weiter und entwickelst dich immer weiter. Und entwickelst. Wie ein typisches Strategiespiel. Und da geht's halt, genau, es ist halt für mich die Definition eines Aufbaustrategiespiels. Genau, weil es einfach das erste ist, was du gespielt hast. War halt einfach tatsächlich Age of Empires 1 das erste war, was ich gespielt habe. Bei mir auch, ja. Das war lustig, ich war damals 6 Jahre alt und hab dann halt mit meinem Stiefbruder zusammengespielt, der war gerade 5 geworden. Und wir hielten uns für total gut und super. Und dann meinte mein Vater, passt mal auf Leute, ich spiele jetzt mal eine Runde LAN mit euch. Dann haben wir das Kabel durch die Wohnung gelegt, weil ja, damals gab es noch Kabel. Dann haben wir das Kabel durch die Wohnung gelegt und dann an unsere Rechner gestöpselt. Und das Spiel hat 5 Minuten gedauert. Und er hat euch geplättet. Andersrum, ja. Yeah. Andersrum, nicht wahr? Ihr habt ihn geplättet. Nein, leider hat er uns dann gemacht. Nach 5 Minuten war das Spiel zu Ende. Was mir irgendwie am meisten Spaß gemacht hat, ist halt mit... ich spiele irgendwie kein Spiel, merke ich gerade. Schön, dass du zu erwähnen. Aufbauen ist mir auch zu langweilig. Bei dir schön, dass wir noch ein Magazin werden für Computerspiele mit. Optimal! Beziehungsweise generell Spiele, sobald wir irgendwie unsere Xbox zum Laufen kriegen. Yeah. Wo war ich? Achso, ja, genau. Ich bin immer mit, hab immer versucht mit Big Daddies und Priestern das gegnerische Lager zu überrennen. Fand ich auch. Big Daddies ging bei mir mal zu schnell nach hinten los, weil irgendwie hat der Gegner mit seinen scheiß Priestern mir den Big Daddy übernommen und dann haben die mich zerschossen. Sind wir jetzt auch beim gleichen Spiel oder sind wir jetzt bei Bioshock? Nein, Big Daddy ist ein Cheat, wo du so ein fettes schwarzes Auto kriegst mit so einem kleinen Typen mit einer Bazooka. Ja. Hier ist alles zerfetzt. Blöderweise auch andere Big Daddies, was denn? Ich fand immer noch Superpower oder wie das hieß, wo du das kleine Baby auf dem Dreirad mit der Pumpkin bekommen hast. Geil. Ja, oder der Typ mit den Nuklearraketen. Okay, die Cheats sind sowieso eine geile Idee. Ja. Blöderweise, es gab ja einen Cheat für schneller bauen, wo dann halt ein Dorfbewohner hingeht und macht Plöng und das Haus ist fertig. Ja, der galt aber immer gleich für alle. Das ja, war das war ein bisschen ungünstig. Da also, waren die Gegner dann noch viel schneller als du. Ja, hatten mehr Ressourcen und konnten noch so scheiße schnell bauen. Mhm. Wie viele Teile gibt es denn von dem Spiel? Also von Age of Empires gibt es 3 mit Add-ons. Also Age of Empires 3 hat jetzt, glaube ich, 3 Add-ons bekommen. Ja. Haben sie mittlerweile aber auch das Spielprinzip komplett umgekrempelt. Ja, also am Anfang hast du ja noch deine Einheiten einzeln ausgebildet, so wie man es halt irgendwie sieht noch. Und jetzt hast du wahrscheinlich Einheiten. Nein, nein, und dann zum Beispiel bei Age of Empires 3, ich habe es ja wirklich gespielt. In der Kaserne, wenn du da klickst, bildest du mit einem Klick 5 Milizsoldaten aus. Also das spielt ja dann zur Zeit der Eroberung in Südamerika und Nordamerika und so. Du bildest halt mit einem Klick 5 Einheiten aus und 5 Kanonen und. Ja. Dann hast du aber trotzdem nur deine 200 Mann Bevölkerungslimit, die dann immer noch schneller voll sind, dadurch sind die Schlachten schneller. Mhm. Der Teil, den ich immer noch spiele und von dem auch der kleine Ausschnitt war, war Age of Empires 2. Mhm. Weil die hatten die beste Diplomatie, weil du kannst in Age of Empires 3 zum Beispiel, da kriegst du 2 Teams und die sind dann fest. Du kannst keine diplomatischen Möglichkeiten, nicht irgendwie Friedensvertrag und dann sagen, ah, verarscht, ich greife dich jetzt an oder so, das geht halt nicht. Ja. So, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte was sagen, was wollte ich denn sagen? Fing an mit, was ich gut. Was ich vor allem gut finde, wo wir eigentlich jetzt gerade aktuell über Strategiespiele an sich reden, ist der kleine, aber feine Unterschied zu Siedler, wo du dein abgestecktes Gebiet hast, in dem du bauen musst, oder du musst es halt erweitern. Bei Age of Empires kannst du einfach überall bauen. Ja, das ist ganz nett. Ich meine, das war natürlich jetzt nicht so sinnvoll, direkt neben dem Wachturm des Gegners deine Holzabbauanlage zu stellen, weil die ist dann gleich wieder tot. Aber naja. Ich bin ja der Siedlerspieler gewesen. Mhm. Also ich habe mit das Erbe der Könige angefangen eigentlich.
ziemlich spät. Ich glaube, ja, das war, glaube ich, eins eigentlich das Schlechteste von allen, weil dieses richtige Siedler war ja das mit den Wegen, wo die kleinen Männchen da immer hin und her getragen haben, die ganzen Rohstoffe. Mhm. Und dieses, ich wollte die Erbe der Könige spielen. Das ist wirklich sehr gut. Das soll ja gut sein. Bis auf die Tatsache, dass die Dorfbewohner nichts machen, sondern einfach, wenn sie keinen Bock mehr haben, irgendwo in der Landschaft rumstehen. Genau, so sieht's doch aus. Ach du komm, das war bei Age of Empires auch nicht anders. Doch, das ging. Aber das Erbe der Könige, Nummer 4, das war genau, also du hattest halt, das war eigentlich total anders, das war wie bei Age of Empires, dass man halt kein Gebiet hat, du konntest alles überall hinbauen. Ja. Aber ich bin mit dem Spiel richtig groß geworden und ich spiel's immer noch ab und zu mal. Und ich fand auch die Helden dort cool und dann haben wir in der Schule auch immer so gespielt, hey, ich bin der und der und ich bin der mit dem Bogen und all sowas und das war echt cool. Aber ja, dann kam hier Aufbruch der Kulturen wieder, das war dann so ein alter Remake von den ersten von dem zweiten Teil. Ja, genau. Das war auch lustig. Der war richtig gut, also den fand ich richtig gut. Also das mit den Wegen, das hat mich immer übelst angekotzt. Scheiß auf die Kackwege! Ja, also, geh halt hin! Das ist wirklich reines Bauen, wirklich. Ja, also Kämpfen ist da wirklich nur Nebensache. Und das letzte, Siedler 7, das ist eine Mischung aus wirklich beiden. Ja, das sollte ja auch echt gut sein. Das ist auch gut. Hat ja auch mehrere Siegesmöglichkeiten. Genau. Gehabt, diese Siegpunkte, die man ja dann beim Siedler von Catan irgendwie doch ein bisschen geklaut hat. Ja, dezent. Naja. Ja, aber Aufbauspiele haben mich persönlich halt auch sehr geprägt. Zum Beispiel habe ich in meiner Kindheit auch Caesar 3 gespielt. Oh ja, oh ja. Was wirklich ein Spiel ist, du spielst quasi den Statthalter einer römischen Stadt und baust halt diese Stadt auf. Und du kannst aber deine Leute da nicht beeinflussen, musst aber irgendwie für eine Nahrungsmittelversorgung sorgen und so weiter. Das war super. Und dann musst du Leute bei Laune halten, damit sie nicht abziehen. Genau. Dann habe ich noch ganz viel Anno gespielt. Allerdings bin ich bei Anno tatsächlich erst mit dem Teil, jetzt vor kurzem mit dem 1404 warm geworden. Hab dann aber auch mittlerweile weit über 200 Spielstunden in Anno zugebracht. Das war für mich schön, weil du hattest diese Rohstoffentwicklung. Ja, jetzt ein ganz bekanntes Strategiespiel ist ja auch noch Warcraft 3. Ah, okay. Und das ist ja tatsächlich Basis gewesen. Warcraft 3 wurde ja unglaublich viel rumgemoddet. Das war ja, das war ja die helle Freude, was es da alles gab. Auch an Karten und Möglichkeiten und so weiter. Auch, oder? Das war das richtige Suchti-Spiel. Es geht ja gerade um die Überleitung. Ja, ja. Deshalb, also da hat man ja rumgemoddet wie Sau und dadurch entstanden ja auch viele, viele Vorlagen quasi für mittlerweile Standalone-Games. Also zum Beispiel kommen ja so Spiele wie LOL und Dota und dergleichen kommen ja alle wirklich von World of Warcraft. Quatsch, von Warcraft, nicht World of Warcraft. Weil du hattest ja bei Warcraft schon diese Helden mit den 6 Slots und so und da kommt das wirklich her. Und auch, soweit ich weiß, erfunden in Warcraft 3 wurde Tower Defense. Und wie bereits im Hub-Video erwähnt, ist das ja eine kleine Leidenschaft von mir. Davon gibt es ja mittlerweile auch unendlich viele Varianten. Ja, klar. Ich habe allein auf meinem Handy, glaube ich, 5 Spiele verschiedene Tower Defense Games. Du kannst zum Beispiel, gibt es mit festgelegten Bauplätzen für deine Türme, mit freibaubaren Türmen, mit... Du kannst Türme, du hast einfach nur eine, die Laufwege deiner Feinde. Genau, hast einfach nur eine freie Fläche. Ja. Aber sowas zeigt dir auch, dass zum Beispiel so ein Tower Defense manchmal für manche Leute besser ist, als jetzt ein Call of Duty oder ein Battlefield. Ja, also, ja, natürlich. Das ist einfach, also ey komm, aber die Kriegsspiele sind sowieso inzwischen ziemlich einheitsbreitmäßig. Langweilig. Echt irgendwie. Schade. Ich meine, ich habe. Also ich meine, die Call of Duties, die waren, habe ich immer auch gerne mal so. Mal eine Runde. Die waren einfach gut inszeniert, aber das sind sie inzwischen nicht mehr. Die sind einfach nur noch rumgeballert. Na, die sind wahrscheinlich immer noch genauso gut inszeniert, aber du kennst es halt schon. Also ich glaube nicht, dass ich Modern Warfare 3 spielen muss, weil ich kann einfach nochmal Modern Warfare 2 spielen. Das ist dann auch egal. Was wiederum für mich, ja okay, geht zwar nicht drum, aber egal. Was für mich nochmal interessant werden würde, wäre Black Ops 2, weil ich zumindest bei dir mitbekommen habe, die Story von Black Ops war doch irgendwie ziemlich verwirrt. Verwirrt, ja. Aber ich mag verwirrende Spiele. Also ja, der zweite Teil hat, glaube ich, gar nichts mit dem ersten Teil zu tun. Ja. Glaube ich. Ah, okay. Also ich habe jetzt den Black Ops 2 die Kampagne angespielt. Ich bin mehr Kampagnenspieler als mehr Spieler, gibt's auch. Ich bin nicht reingekommen. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich vorher Borderlands gezockt habe. Weil ich muss total anders wieder denken. Ja, ja, Borderlands und in der Beschreibung. Ja, genau. Alter, das ging gar nicht. Dann habe ich es erstmal weggelegt. Dann habe ich bei meinem Bruder auf der PS3 geguckt, den Mehrspielermodus. Und der war doch sehr interessant. Also ich weiß nicht, was wirklich besser ist, der Mehrspieler von Battlefield oder von Call of Duty. Mir ist das eigentlich scheißegal, wen das und das. Das ist genau der gleiche Fight wie Xbox und PS3. Ja. Das ist auch wieder. Der war jetzt neulich in der Computerbildspiele. Ja. Für die Leute, die es interessiert, ich glaube, die PS3 hat gewonnen.
unerwartet. Ja, ist mir eigentlich egal. Gut, ja, die Überleitung mit den Tower Defense hast du ja ein bisschen verkackt. Ja, machen wir ein extra Video unten in der Beschreibung. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Hier zurück zum Hub. Ihr kennt es ja vielleicht mittlerweile schon. Vielleicht auch nicht, dann ist es euer erstes Video. Dann einfach zurückdrücken oben da in der Ecke von eurem Browser. Ja, hier wird alles auch verlinkt sein. Alles nein, da oben in der Ecke vom Browser. Das hat nichts mit dem Video zu tun. Gut, ciao, wa? Lasst einen Daumen da, viel Spaß, einen konstruktiven Kommentar. Haut da. Haut da drin. Kein Flame, bitte. Ciao.